Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder Gonzo und wir haben schon seit einer Folge keinen Gegner mehr gekillt, keinen Boss mehr gekillt. Das müssen wir jetzt dringend nachholen mit zweien am besten. Und ich stehe direkt vor zwei guten Exemplaren. Ganz knapp. So, hier haben wir die Gegner, die von beiden Seiten kommen. Der und der. Warum bin ich eigentlich sichtbar? Moment mal. Kann man das nicht ändern? Gibt es denn nicht was von Ratio Farm? Jetzt kommt er auf mich zu, der Kerl. Ring des Nebels. Okay. Komm du von mir aus näher, aber der andere muss es ja nicht tun. Oh, ich glaube, er kommt trotzdem. Okay, er hat's getan. Da ist er. Du bist meinem Ruf gefolgt. Jetzt bist du dran. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Das ist so geil mit dem New Game Plus, dass man da so richtig geil seinen Frust auslassen kann beim zweiten Spielen. Und einmal alle Gegner kaputt schlagen mit den mächtigen Waffen, die man gesammelt hat. Und wegblocken mit den mächtigen Schilden, die man hat. Mächtigen Schildern. So, ich habe gerade gefrühstückt. Es ist früh am Morgen. Ich muss wieder zur Arbeit. Heute 9-Stunden-Schicht. Und habe natürlich meinen Kaffeebecher neben mir stehen. Meinen neuen Thermokaffeebecher. Ich muss zugeben, der Deckel ist ein bisschen blöd. Der ist nicht dicht. Also man darf das Ding nicht umkippen. Man darf das Ding nicht wild schütteln. Ich meine, es ist der erste Thermobecher, den ich überhaupt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das bei anderen ist, aber ich hätte gerne einen, den man mehr schütteln kann. Aber okay. Und ich benutze den Deckel jetzt gar nicht mehr so gerne. Ich trinke einfach so. Ich mache einfach den Deckel ab. Das ist kein Drehdeckel, sondern den macht man einfach hoch und süffelt genüsslich raus. Ich finde den Becher ansonsten sehr stylisch, gefällt mir. Und ich mache einfach den Deckel ab und trinke so. Er hält natürlich jetzt nicht ewig heiß, weil der Deckel nicht dicht ist. Ist so ein Drehverschluss. Wenn man dreht den oben, dann ist ein Loch da. Ein Loch für Luft, ein Loch für Mund. Und dann süffelt man den Kaffee raus. Oder andere Getränke, die man darin platziert. So, nächstes Leuchtfeuer. Gehen wir mal kurz unten vorbei. Ich habe bestimmt irgendwas zu kaufen, ne? Der hat doch bestimmt das Siegel wieder, was ich brauche. Das Artorias-Siegel. Ich könnte auch mal versuchen, gegen den Dämonen zu kämpfen. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Nein, ich war schon mal hier. Habe ich denn inzwischen alle Gesten bekommen? Ich glaube schon. Ausrüstung reparieren, Gegenstand kaufen, reden, Ausrüstung verstärken, Waffe verstärken, Ausrüstung umwandeln. Gegenstände kaufen. Mal gucken, was es hier so gibt. Da haben wir natürlich die Schmiedekiste. Rüstungsschmiedekiste. Das Artorias-Wappen wieder kaufen. Ja, diesmal geht's auch. Und diverse Schwerter. Ein andermal vielleicht. Pfeile. Diverse Pfeile. Großpfeile hat er leider nicht. Kleine Scherben. Ich habe eine kleine Scherbe nur. Nur eine. Komm, vielleicht brauchen wir ja einige. So. Später mal. Ausrüstung reparieren. Dafür sollte es gerade noch reichen hier an Seelen. Kein Problem. Uiuiui, das wird aber knapp. Das wird auch. Das letzte kann ich leider nicht mehr reparieren. Müssen wir die kaputte Hose weiterhin tragen. Dann gehen wir jetzt mal... Ich habe ein zweites Mal Menschlichkeit bekommen. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ah, ich kann natürlich jetzt... ich kann mich menschlich machen und könnte natürlich Solaire rufen. Das wäre natürlich super. Ich kann auch Lothric rufen. Aber sollen wir den Kampf einfach mal so machen? Mal gucken, wie viel Schaden ich mache, wenn ich nicht menschlich bin. Einfach mal so. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt sterbe, ist die Menschlichkeit weg. Dann liegt die da oben rum. Dann muss ich die erst wieder einsammeln. Komm du her. Komm du zu mir. Melden Sie sich nicht, ich melde mich bei Ihnen. So ungefähr. Und zack. Weg. Sollte das eigentlich die Waffe meiner Wahl bleiben? Will ich wirklich einfach nur diese eine Hellebarde nutzen? Immer noch das Großschwert und so. Ach, egal. Den Schwanz hatte ich ja auch schon abgehackt. Aber egal. Der macht einen schönen Schlag von oben nach unten. Wir müssen uns ja auch erstmal hier noch durchkämpfen, ne? Habe ich ganz vergessen. Was wir hier noch an Gegnern haben. Da oben diesen Kanalisierer. Hier diesen Stahlritter. Huh. Zum Glück habe ich ihn gerade noch so anvisiert. Komm mal mit raus. Ich will nicht beim Kanalisierer bleiben.
Ach, der sieht mich ja nicht. Oh, cool. Ey, das war aber ein bisschen schwach. Was machst du denn da? Oh, okay. Da hat er mich jetzt überrascht. Nicht schlecht. Synchron trinken. Leider keine Backstep-Animation. Ich hab sein Schild. Wir haben denselben Schild. Wir sind quasi Bros. Aber jetzt bist du tot. Kleine Scherbe für so einen riesen Gegner. 4000 Seelen. Jetzt haben wir den Shortcut geöffnet. Und die Feuerhüterseele. Da hat wohl ein gewisser Lothric sich einer Feuerhüterin entledigt. Ich werde gerade mal den Ring raussuchen, genau. Denn vielleicht haben wir ja Glück. Und wir bekommen was Schönes. Eine Waffe, die wir ganz dringend brauchen. So, wie wechsle ich? Okay, mit R2 habe ich die Waffe gewechselt, die Pfeile gewechselt. So, ist so schwer zu zielen mit diesen Speeren. Ich weiß nicht mehr, war das ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links? Ich weiß nicht mehr. Ach, es war ein bisschen weiter rechts. Okay, der bleibt einfach so da stehen. Der sieht mich nicht. Okay. Moment, ich wollte dahin wieder rüber wechseln. Der hat mich gar nicht bemerkt. Der kriegt so einen riesigen Speer in die Fresse. Volle Kanne ins Gesicht. Und denkt sich, oh, was war das für ein Geräusch? Fußspuren. Für die Leute, die Metal Gear Solid kennen. Was war das für ein Geräusch? War bestimmt was anderes. Oh, der wollte mich gerade kontern. Warum hat denn das nicht funktioniert? Konter das! Das braucht aber... Da hätte ich den One-Liner später bringen müssen. Nerv das! Oh ja, ich habe noch Overwatch in den Ohren. Fand ich super. Oh, nichts Besonderes hier. Hätte nicht gedacht, dass mir Overwatch so viel Spaß machen könnte. Aber es war natürlich auch die Stimmung, ne? Diese ganzen Leute dabei und... Wir haben einen richtig schönen Abend draus gemacht. Und meine Mutter, die über Facebook in den Chat schreibt. Genial. So, hat diese Leiche nicht irgendeinen Gegenstand versteckt? Willst du mir nicht irgendwas mitteilen? Leiche! Leiche! Nein. Ich glaube, ich bin an einigen Items inzwischen vorbeigelaufen. Ist aber auch der zweite Run, also brauchen wir ja nicht alles. Wir brauchen nicht alles nochmal. Holen wir Lothric raus. Ich mache die ganze Quest auch nochmal. Wir machen das nochmal. Zack. Da liegt er. Dabei bewachen dich hier bloß ein Bösewicht. Hast du irgendwas verloren? Nein, hast du nicht. Okay. Wenn ihr einfach nur sagen würdet, was ihr hier macht. Wenn ihr einfach sagen würdet, halt, hier ist ein Killer versteckt. Der hat es auf Feuerhüterin abgesehen. Die brauchen wir. Dann wäre alles klar. Aber nein, ihr redet ja nicht. Ihr schlagt direkt auf einen los. Was soll man denn dann von euch halten? Da muss ich ja sofort denken, dass ihr verrückt seid. Und der einzige Nicht-Verrückte ist der Kerl in der Zelle, natürlich. Oh, still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lothric of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Natürlich. Eine goldene Münze, glaube ich. Die brauchen wir nicht mehr, ne? Brauchen wir nicht. Wir schaffen das auch so. Wir haben schon alles, was wir brauchen aus dem Eid. Ich glaube, die anderen Eide auch, ne? Die sind durch. Oh, gestern Abend, da war wieder einiges los. Gestern Abend war Livestream. Um es euch zu erklären, ich habe gestern live gestreamt. Das war Nioh. Ich habe mich nicht sehr gut angestellt in Nioh. Ich war miserabel, habe die ganze Zeit gegen denselben Boss verloren. Das ist schon ziemlich Dark Souls-mäßig. Aber ich muss sagen, ich bin auch irgendwie... Also das Spiel, das ist
Abgesehen davon, dass ich das Bewegungsmuster ins Welchen raus hatte ungefähr. Es ist einfach scheiße unfair. Das ist einfach auch scheiße. Es ist voll scheiße. So. Nein, das Problem ist, ich mache kaum Schaden. So, ich mache Minimalschaden. Ich brauche wahrscheinlich 300 Schläge für den einen Boss. Das ist das Problem. Er braucht einen Schlag für mich. Ich bin One-Hit-Kill. Das ist das große Problem. Er one-hittet mich. Das heißt, nach minutenlangen Gehacke auf ihn, one-hittet er mich. Selbst wenn ich es schaffe, ihn in die zweite Phase zu bekommen, steht er vor mir mit 4 weiteren Gegnern. Und das sind 5 zu viel. Das sind zu viele. Ich habe keinen Buff mehr, kann ihm keinen Schaden machen. Das ist alles total für den Arsch. Guckt mal. Die ganze Garde. Hm? Ist das dein ganzer Text? Hm? Ja. Hm? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Ich geb dir gleich meine Lady. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Ja, bete weiter die Vasen an. Wir sehen uns noch. So, der Weg ist ja inzwischen offen. Lautrec ist jetzt nicht da unten. Glaube ich doch. Dafür müsste ich erstmal neu starten oder sowas. Wir gehen jetzt einfach zum Boss. Oh, nee, ich will ihn sowieso nicht rufen, genau. Ich dachte gerade, ich kann ihn ja gar nicht rufen, wenn er da nicht gespawnt ist, aber es ist egal. Wir rufen Lautrec nicht. Mir ist eingefallen, ich muss ja auch noch Sigmeier besuchen. Und ich kann ja auch zurück ins Asyl fahren hier. Da wartet ja der riesige Asyldämon auf uns und die schwarzen Ritter. Das wird Spaß. In der nächsten Runde. In der nächsten Folge. Spätestens da machen wir nämlich den riesigen Asyldämon nochmal. Mit meinem krassen Riesen-Megaschild. Das bringt Freude. Vielleicht kann ich ja irgendwann nochmal aufleveln, wenn ich so 60.000 Seelen habe. Oh, wir haben den Shortcut gar nicht geöffnet, da hinten. Den Shortcut, den ich nie wieder brauche. Ich spanne euch ein bisschen auf die Folter. Ja klar, du wartest drauf, bis ich zuschlage und dann. Du auch. Da seid ihr doch alle gleich. Zack. Und zack. Zack. Da hat er es geschafft, mich zu schlagen. Direkt ganz schön viel abgezogen. Aber ich bin kein One-Hit. Das ist nicht Neo. So, da hätte ich schon längst runtergehen können. Da hätte ich schon längst öffnen können. Aber egal. Die helle Bade. Da gibt es gar keine Bosswaffe zu, ne? Du, Kerl, der das Tor immer runterlässt. Der Kellerschlüssel. Wichtiges Item. Total übersehen. Ich dachte immer, man bekommt den bei den Gargoyles sowieso, aber okay. Warten wir, bis das Tor richtig auf ist. So. Damit das Spiel sich das auch merkt. Die Tür ist offen. Jetzt geht's los. Auf zu den Gargoyles. Und hoffentlich geht's schnell. Mal gucken, wie überlegen ich bin. Mal gucken, wie schwer Dark Souls jetzt noch ist. Wenn man so einmal das Spiel durch hat. Die ganzen Waffen hat. Das war ja schon so interessant bei Demon's Souls damals. Man spielt das Spiel einmal durch und hat dann so viele Waffen mit Sondereffekten und denkt sich, okay, 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 jetzt habe ich das Spiel gerade verstanden. Ich weiß jetzt, was diese geilen Waffen alles können, was die verschiedenen Werte bedeuten, was Feuerresistenz ist, was Magieresistenz ist. Voll verstanden. Wie wäre das jetzt, wenn ich das Spiel nochmal spiele und ich nutze diese ganzen Waffen mit ihren Fähigkeiten und gehe auf die Schwachstellen der Bosse los? Wenn ich das weiß. Und dann fängt man an, die ganzen anderen Waffen auszuprobieren. Und merkt dann, boah, bin ich overpowered. Wenn man dann die ganzen Möglichkeiten erkennt.
Das macht für mich die ersten beiden Souls-Spiele so besonders. Die Möglichkeit der Overpowerung. Ah! Wenn du mal ein bisschen cooler wärst jetzt. Sei mal cool. Die Möglichkeit, dass man die Waffen halt so interessant einsetzen kann. Mit den verschiedenen Sondereffekten und Elementen und so. Oder allein schon, dass es verschiedene Schadensarten gibt, auf die man achten muss. Oh. Das ist Magie, ich meine Schnittschaden, Schlagschaden und so. Stumpfer Schaden, dass man darauf achten muss, was man für Schaden zufügt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch, ganz schnell. Habe ich ganz mutig mal einfach zugeschlagen. Uff, da habe ich ganz kurz das Schild runtergenommen. Da hatte ich ganz kurz das Schild unten. Vielleicht sollte ich doch das Schild wegnehmen und erstmal nur rollen und zuschlagen. Das geht wesentlich schneller. Zumindest beim ersten, damit der erste ganz, ganz schnell down ist. So mit zwei Händen. Rollen und zuschlagen. So wie Nils. Mal gucken. Habe ich denn eine Fast Roll? Geht, ne? Mid-Roll, so. Ich habe eine Mid-Roll. Ich kann auch eigentlich den Ring weglassen. Ich kann den Ring auch austauschen. Ich brauche ich ja gar nicht. Hier kann ich hoffentlich durchlaufen, ne? Einfach einmal durch. Ich muss noch gar nicht unsichtbar sein, wenn ich gegen die beiden kämpfen müsste. Da könnte ich auch irgendeine Feuerresistenz reinhauen oder meinen Chloranthi-Ring. Irgendwas von Vorteil. Verfolgen sie mich noch? Ich hoffe nicht. Jetzt wird es nämlich hier eng. Nein! Auf die Ausdauer achten, nicht übermütig werden. Zack. Estus trinken. Nicht mal eine kleine Scherbe für mich? Ich bin gerade gestorben. Für dein Vergnügen. Naja. Hallo Leute. Ich hätte jetzt fast versucht, einfach durchzulaufen, aber machen wir es lieber nicht. Ach ja, übrigens, wir waren ja hier am Reden. So, wir hatten ja gestern einen Livestream. Dann habe ich abgebaut, der Discord war noch an, also mein Discord. Und dann sehe ich, alle Leute haben sich im Community-Chat getroffen, im Voice-Chat. Dann dachte ich, okay, dann gehe ich mal kurz in den Voice-Chat rein. Da waren alle Leute noch wach und waren am Quatschen. Ist ja super. Aber natürlich muss ich die meiste Zeit abbauen nach dem Stream, deswegen habe ich keine Zeit, da noch viel rumzuquatschen. Aber ich war dann gerade fast fertig mit Abbauen und wollte ins Bett und dachte mir, okay, jetzt gehe ich ganz schnell noch rein. Mal gucken, wie es denen geht. Hat es denen gefallen? Hat Spaß gemacht. Weil ich glaube, einige Leute hatten sehr viel Spaß daran, einfach nur zu sehen, wie ich andauernd sterbe. Dieses Dark Souls-Feeling. Aber ich muss einfach leveln. Das kann einfach nicht wahr sein, dass ich bei jedem Angriff sofort sterbe. Ah, Mann. Okay, mit Ausweichen hat es nicht funktioniert. Erstmal eintrinken, so. Jetzt stehst du mit dem Rücken zur Wand, du. Aua. Okay, da kommt der zweite jetzt auch noch. Muss ich aufpassen. Wow. Ah, und ich renne auch noch voll ins Feuer. Ich will gerade zu meinen Seelen durchkommen. Einfach nur mal gerade zu meinen Seelen durch. Ist ja nicht zu viel verlangt hier. Rückwärts zu meinen Seelen. So, geschafft. Ich könnte ja auch Magie versuchen, aber nein. Ich trinke erstmal einen schönen Estus. Einen schönen Estus und versuche dann hier zu dem erstmal durchzukommen. So, ich will zu dir durchdringen. Ist aber schlimm, wenn beide gleichzeitig hier mit Nahkampf beschäftigt sind, ne? Dann halt du, komm. Guck mal her. Der eine hat schon gar keinen Schwanz. Das ist der Original. Au! Ich dachte, ich könnte ihn bekommen, weil der Giebel mich gerettet hätte. Weil er mir Feuerschutz bietet. Hat er nicht. Böser Giebel. Ich hoffe, das ist das richtige Wort dafür. Vielleicht habe ich Dachdecker unter euch, die mir sagen, ob das das richtige Wort ist. Ein geiler Feuereffekt, ne? Okay, weg. Einer weniger. Der Drops ist gelutscht. Ja, wir haben jetzt den Schwanz nicht abgehackt, aber was soll's.
Zack. Mit der Faust. Du hast eine riesige helle Barde in der Hand und schlägst mit der Faust. Du kannst Feuer spucken und du benutzt die Faust. Machen wir es spannend, komm. Machen wir es spannend. Benutzt doch deinen abgehackten Schwanz. Ha, geht nicht. Bist tot. Bist tot. Hättest du nicht gedacht. Okay. Die Aufnahme ist um. Beim nächsten Mal betätigen wir die Glocke. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich habe vergessen, die Unsichtbarkeit auszuschalten. Na, was soll's. Macht's gut. Bis dann. Ciao, bye-bye. Euer Gonzo aus Dark Souls, dem Remastered.